Meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier auf KuchenTV Uncut. Wir regieren immer noch, Digga. 4-Stunden-Livestream heute. Wir gucken heute lecker Mädchen, warum diese Statements nichts in der Öffentlichkeit zu suchen haben. Ich habe natürlich schon geguckt und auch kommentiert, es geht um solche Statements. Um so Familien-, Kinder-, Vlogger-Dings, Leute, ne? Ihr wisst, was Wir haben abgeht. Uns heute hier versammelt, um den Sonntag 18 Uhr mit eurem Gast Haschka zu würdigen. Ja. Mein Statement ja, dazu, dass oder? Letzte Woche kein Video kam. Ich könnte mir jetzt was ausdenken, ne? Aber ich will nicht unsere Beziehung zerstören, Leute. Deswegen bin ich einfach mal ruhig und ich sage gar nichts. Ich muss den Browser wechseln. Es tut mir wirklich sehr leid, Leute. Bitte schaltet nicht ab. Irgendwie, ich weiß nicht, warum. Google Chrome macht bei mir wirklich an jedem PC, egal wo, gerade Probleme. Keiner. Ich weiß nicht, warum. Wirklich nicht. Es macht keinen Sinn. Deswegen müssen wir jetzt traurigerweise Microsoft Edge nehmen. Ohne Ton aber auch nein, dafür nein. Auf Ehrenbruderbasis. So. Ich einfach mal ruhig und ich sage gar nichts. Junge, das ist Statements im Internet sind gang und gäbe. Weil, was ich übrigens bei Saschka krass finde, weil sie auch gesagt hat, letzte Woche kam kein Video. Ihr Kanal läuft ja wirklich mega krass, ne? Aber die macht so ja gar kein wirkliches Business oder so mit YouTube, ne? Die hat ja, glaube ich, nur den Kanal, ne? Die streamt auch nicht oder so. Junge, wenn die noch einen Reaction-Kanal hat und auf KuchenTV reagiert, Junge, dann wird aber einer abgehen, das sage ich euch. Verstehe ich irgendwie gar nicht, dass die da das nicht so richtig als Business macht und komplett durchzieht. Junge, die wird ja Millionärin werden. Ob man eben nicht wusste, dass ein bestimmtes Wort vielleicht beleidigend für eine Gruppe sein könnte. Oder man hat eben viele Vorwürfe von ehemaligen Kandidatinnen bekommen, aber wollte sich dazu nicht so ganz äußern, außer in der ersten Folge. Und das Statement hat man danach gelöscht. Welche Arten von Statements gibt es? Warum ist das Internet voll von ihnen? Und warum sind so viele so dumm? Ich habe mir einige Beispiele ausgesucht, die recht neu und frisch sind. Psychisch. Ui. Eine absolute Belastung. Ich würde gerne wissen, was war die Intention hinter diesen Statements? Find eine Lösung gegen diese kranken Schweine. Und ich würde gerne... Nein, stimmt. Oh, das habe ich mir extra aufgenommen. Das wollte ich in die Cake News packen, letzte Woche schon. Das habe ich ganz vergessen. Dings hier, dieser von dieser Familie, die ihre Kinder komplett in die Öffentlichkeit zieht. Der hat so ein richtig schlechtes Statement darüber gemacht, warum es ja okay ist, Kinder in die Öffentlichkeit zu ziehen. Ich habe es sogar aufgenommen. Gerne mit euch vergessen. Das Ganze anschauen. Nächste Woche. Das alles heute live am Sonntag. 18 Uhr. Warum jemand Statements abgibt, ist relativ einfach. Jemand wird kritisiert von Person A und Person B möchte sich rechtfertigen und gibt dann dazu ein Statement ab. Ein populäres Beispiel war Liana, eine Tilo-Reaction, was meinst du mit Tilo-Reaction? GNTM-Kandidatin, welche sehr viele Vorwürfe in den Raum gestellt hat und obwohl GNTM schon einmal... Also warte, wenn jetzt auch noch, wenn Tilo auf mein Video reagiert hat... Dann müssen wir es auf jeden Fall auch noch gucken. Massiven Image-Knacks ja, hatte, ich komm heute nach Hause. War es danach sehr, sehr schwierig für die. Weshalb sich Heidi dann in der Position sah. Man fragt sich, ob sie es wollte oder vielleicht eher die Produktion. Jedenfalls hat sie einige Statements abgegeben. Dennoch wurde es komplett von der Position... Aber ich weiß ja jetzt gesehen, wir haben nämlich vorher geschrieben. Lustigerweise, das kann ich, glaube ich, ganz kurz sagen. Ich habe ja auf das Video von T-Tech reagiert, ne, wo es auch um Tilo ging. Und dann hat sich Tilo bei mir aufgeregt, wie schlecht das Video war. Und er meint so, ja, was hier mit Alkohol-Dings, Junge, darf man sich jetzt nicht mal mehr filmen, wenn man Hennessy trinkt, Alter, was denn das? Also so in dem Sinne quasi, habe ich halt cool mit ihm geschrieben. Er hat danach auch gesagt, dass das Video cool fand, fand ich auf jeden Fall nice. Also der geht auf jeden Fall cool damit um. Ja, bitter, der ist auch so dumm, der hat mich, früher hat er auch meine Videos mal gerne geguckt auf jeden Fall. Jetzt weiß ich nicht, wie es ist. Und hat, was hat er gemacht? Ja, dann nach dem Skandal war er halt weg, ne? Wir haben ja auch mal so einen kleinen Beef ganz kurz gehabt auf Instagram. Ein, zwei Stories und richtig dumm, das habe ich schon mal erzählt, aber ich sag's euch nochmal, weil es einfach krass ist. Bevor Tilo Erfolg hatte, wollte er ein Feature mit Woli. Sie haben einen Kollege, weil der ja auch so Trap-Musik macht, die gehen in dieselbe Richtung. Und Woli hat, ich weiß gar nicht, ob er Nein gesagt hat, aber es ist auf jeden Fall nicht dazu gekommen, wo ich mir jetzt so denke, Digga, wie dumm, wir könnten jetzt mit Tilo im Bus sitzen, irgendwelche Tabletten poppen, uns Joints bis zum Gehtnichtmehr reinhauen und von der Polizei kontrolliert werden. Digga, es ist so schade, wirklich. Woli wäre Millionär, er könnte mich jetzt retten. Ich müsste nie wieder streamen. Seite gelöscht und kursiert nur noch in vereinzelten Ausschnitten auf TikTok. So werden Statements nicht nur genutzt, um sich zu rechtfertigen und Umstände zu kommentieren, sondern sie werden auch genutzt, um Reichweite zu steigern. Das zeigt sich in Form von YouTube-Beefs. Wie kann man so skrupellos sein und darauf scheißen. Die populärsten Beispiele, die ich auch privat kenne, sind Miguel Pablo versus Heraj. Es fing alles an, als du mich anschriebst, hast gesehen, dass bei mir richtig krass lief. KuchenTV versus ABK, KuchenTV versus KS-Freak, KuchenTV versus... Was soll das denn jetzt? Ja, da hat man halt mal zwei, drei Auseinandersetzungen mit Leuten. Ja, ich weiß nicht, hier finde ich aber generell eigentlich auch die Frage, ab wann ist es schon ein Statement beispielsweise, ne? Also gut, Statement, boah, gute, was ist die richtige Definition von Statement? Definition, mal gucken, ja, Stellungnahme.
Okay, war doch eigentlich ziemlich einfach, hätte man auch selber drauf kommen können, ne? Ich meine, so gesehen ist das auch ein, also natürlich auch ein Statement. An sich könnte man auch sagen, es ist halt einfach eine Reaction so. Ich gucke halt einfach Videos an, gut, und da werde ich dann halt irgendwie gefrontet oder so. Ist halt die Frage, ab wann zählt es wirklich als richtiges Statement? So, wisst ihr, was ich meine? Und TV versus. Weil ich meine, jedes Video von mir zu ABK ist ja auch per se kein Statement so, ne? Sondern man, also ja, schon, also, ja, schwierig, ne? Man nimmt ja Stellung, aber geht jetzt nicht per se darum, irgendwie zum Beispiel über eine Aktion zu reden und sich dann zu rechtfertigen oder da was zu sagen, sondern das ist ja so ein richtiger Beef im Internet mit tausend Themen. KS-Freak, Kuhn TV versus und so weiter und so fort. Statements und Beefs werden also oft als Stilmittel genutzt, um eben Klicks zu generieren, Reichweite zu generieren und sehr, sehr viele Zuschauer zu erreichen. Nun gab es in letzter Zeit interessante Statements, die ich gerne kommentieren würde. Und eins davon ist Zara's Secret. Wer mich kennt, kennt auch in den meisten Fällen Zara's Secret. Ich habe schon mehrere Videos zu ihr gemacht, weil sie wirklich eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit ist. Da fehlen mir alle Worte. Also nicht auf die positive Art und Weise. Und diese Dame hatte in den letzten Monaten sehr hart zu knabbern. Wer das Ganze nicht mitbekommen hat, ich habe... Tilo hat gar nicht kommentiert, ich sehe das auf jeden Fall. Ein eigenständiges Video dazu, werde euch das aber auch noch kurz zusammenfassen, damit ihr im Bilde seid. Unter anderem hatte sie Kapseln gezeigt. Ich nehme das jeden Tag ein. Es soll wirklich Krebs heilen. Und in einer anderen... Ach, Digga. Junge, ich finde sowas saugefährlich, wenn du in irgendwelchen Stories sowas sagst, wie ja, sind Tabletten, die können Krebs heilen. So, Digga, also wie kommt man überhaupt dazu, das zu posten? Also stell dir vor, es gäbe wirklich eine Pille, wo das behauptet wird. Das wäre ja sofort, würde das ja jeder nehmen einfach, instant. So, als ob das so ein Geheimtipp wäre. So, ja, hier, das heilt Krebs, Digga, instant. Aber es kennt noch kaum einer. In Insta-Story hat sie ihre Mutter instrumentalisiert und mit ihr zusammen über ihre Krebsgeschichte geredet, wo die Mama sehr, sehr viele Sachen erzählt hat, unter anderem, dass sie eine alternative Krebstherapie hatte. Welche Therapie wurde bei dir angewandt, ja, damit du den Krebs... Ich habe da mit den Fachärzten gesprochen, was für mich ideal wäre. Ja. Die haben für mich Überwärmungstherapie angeboten, dass der Körper mal Fieber bekommt. Und Fieber ist so gesund. Und durch Fieber, wenn du 39 Grad Fieber Celsius hast, ja, sterben die Krebszellen. Sterben Krebszellen bei Fieber? Geht eigentlich nicht, oder? Bereits bei Temperatur 40 Grad Celsius können sie gegen natürliche Abwehrprozesse nicht mehr wehren. Ach krass, so entstehen im Tumorgewebe Hitzeschockproteine, die das Immunsystem aktivieren und körpereigene Abwehrzellen losschicken, um die Krebs zu vernichten. Ach krass, Digga. Cool, wusste ich gar nicht. Bestimmte Nahrungsergänzungsmittel. Gut, das geschrieben von Spektrum der Wissenschaft. Spektrum.de, weiß ich nicht, ob das stimmt oder nicht, aber... eingenommen hat, um den Krebs... Ich meine, weiß ich, also generell ist Krebs halt auch einfach ein super schwieriges Thema, ne? Weil irgendwie jeden Krebs muss man auch anders behandeln und so, ne? Keiner ist wie der gleiche, dann kommt es auch darauf an, wie weit fortgeschritten und Co. Also ganz, ganz komplexes Thema. Ne? Deswegen wird es, also gut, außer man schafft es jetzt irgendwie wirklich irgendwelche Enzyme in den Zellen oder so zu deaktivieren, hat man ja voll auf bei verschiedenen Krebsarten andere Möglichkeiten, den zu behandeln. So. Besiegen. Vitamin D im Körper. Bei 40 ist man schon Lebensgefahr. So, damit deine Zellen, ja, vor allem so leicht kann das doch auch nicht sein, oder? Das ist die Wand, also die Zellwand. Ja. Wenn das Geschlechtsgehirn schwach ist, dann kommen so viele Krankheiten. Spektrum ist seriös. Aber da ist halt wirklich die Frage, wenn das so einfach wäre, dass es dann passiert, dann... Also du stirbst ja nicht, also bei 40 Grad oder so, wenn jetzt den Körper wirklich eine Stunde oder eine halbe Stunde auf 41 Grad lässt, das müsste doch wirklich dann helfen, oder? 4. Das heißt, deine Zellen... Ich will auch Vitamin D rausbringen. Und Frau Dr. Zara's Secret hat sogar neue Ursachen für Krebs gefunden. Aber denk daran, es gibt eine Ursache für den Krebs. Oft ist es auch Stress, oft ist es die Psyche, mentale Krankheit, die einen krank machen lässt. 2 Monate lang hat sie sich nicht dazu geäußert. Doch in den letzten Tagen gab... Ja gut, aber mit der Aussage per se hat sie halt recht. Ne? Auch Stress und so weiter kann halt Krebs auslösen einfach, ne? Weil der Körper... ja, auch unter Stress da bestimmte Hormone rausholt und nicht mehr ganz gesund ist und blabiblub und so weiter halt, ne? Das ist ein Statement von ihr. Ja gut, okay, alle Zellen werden angegriffen. Ja, okay, safe, ja. Bis hin zu Videos, Mobbing und Zeitungsartikel gegen mich, die wirklich sehr, sehr hart sitzen. Kurze Frage zwischendurch. Wenn ich emotional bin, die Leute anschreie und fast weine, dann denke ich eigentlich nicht daran, noch kurz meinen Filter anzumachen und zu sagen, ah ja, okay, damit ich so ein bisschen brauner aussehe. So, was ist das denn? Im Netz interessiert es niemanden, was ich wirklich gesagt habe. Aber was hat denn Zara wirklich gesagt? Es hat niemanden interessiert, was ich tatsächlich gesagt habe. Man hat einfach eine Story zusammengewürfelt, bei dem es plötzlich hieß,
und das tut mir ja immer noch am meisten weh. Ich hätte mein Geld verdient auf den nackten, krebskranken Menschen. Eigentlich hat das niemand behauptet, sondern die Leute haben darüber aufgeklärt, dass es überhaupt absurd ist, anderen Leuten zu erzählen, dass Nahrungsergänzungsmittel den Krebs heilen könnten. Aber klar, drehen wir das doch einfach so hin. Voila, auf den Tod meines Vaters und ich schwöre bei Gott an Ramadan. Nicht die Absicht gehabt, irgendwelche Menschen damit zu verletzen, sondern ich habe einfach nur die Wahrheit erzählt, wie es bei uns war, dass sie es ohne die Chemotherapie geschafft hat und ich empfohlen habe, holt euch eine zweite Meinung, vielleicht schafft ihr es auch ohne die Chemo. Ja, aber das ist doch gar nicht das, was gerade kritisiert wird, oder? Geht es nicht vor allem darum, dass sie gesagt hat, dass diese Tabletten Krebs heilen können? Irgendwie entschuldigt sie sich, irgendwie sagt sie, ja Leute, ihr dürft mich kritisieren, aber ich habe nur die Wahrheit erzählt, ich habe nur eine wahre Geschichte erzählt. Es tut mir leid, ich hätte das öffentlich nicht sagen dürfen, eine wahre Geschichte nicht mitteilen dürfen, weil daraufhin die Pharmaindustrie und die Ärzte in Deutschland ununterbrochen auch eine Woche lang im TV gegen mich vernichtet haben. Wir befinden uns so nicht auf Instagram, wir befinden uns in irgendeiner Telegram-Gruppe, habe ich das Gefühl. Weil irgendwie scheint Zara das ja nicht richtig einzusehen. Weder wurde was verlinkt, weder wurde etwas verkauft, weder habe ich Pillen verkauft und weder habe ich kranke Menschen verarscht und denen gesagt, nimmt das und euer Krebs wird weg sein. Sie hat recht, dass sie diese Kapsel nirgendwo verlinkt hat und nirgendwo verkauft hat. Ja, und das ist das Einzige, womit sie recht hat. Denn das Problem ist, sie hat gesagt, es ist unser Hersteller. Unser Hersteller hat für einen Kunden etwas entwickelt, ja, okay, gegen safe. Krebs. Und die schwören auf diese Wunderheilpflanze mit Phytoplankton. Und es wirkt so, als würde man anteasern, dass diese Kapseln eben rauskommen. Gerade weil sie auch erwähnt hat, dass sie selbst Kapseln im Nahrungsergänzungsmittelbereich rausbringen möchte. Ja gut, ich finde aber auch, selbst wenn die das nicht rausbringen, finde ich, ist so eine Aussage halt auf jeden Fall schon sehr schwierig. Weil, ja, also Krebs ist eine unfassbar wacke Diagnose, ne, die man bekommt, so safe. Ne? Man ist voll oft natürlich am Ende so. Es ist ja auch so, wenn du irgendwie Chemo oder so bekommst, selbst das greift ja dein Körper einfach extrem an. Ne? Also auch wenn du dann wieder gesund wirst, bist du ja komplett am Ende. Ne? Und ja, auch so immer die Frage, wird das noch geheilt oder nicht? Wenn man dann halt alleine in Storys sagt, ja, hier unsere Hersteller, die vertrauen hier auf diese Pillen, kann es halt immer sein, dass Leute das aufnehmen und sich sagen, oh, ich brauche auch unbedingt solche Pillen und dann irgendwie googeln. Es gibt bestimmt, wenn ich jetzt gucken würde, gibt es bestimmt irgendwelche homöopathischen Hersteller oder so, die auch sagen, nimm diese Pillen, die helfen gegen Krebs. Da könnte man auch schnell irgendwo halt dran stehen bleiben, wo man dann versucht, sich durch sowas zu heilen, was halt nicht funktionieren wird. Und dann vielleicht auch gar keine Möglichkeit mehr hat, eine normale Therapie zu nehmen. Also ich finde, gerade bei so Krankheiten und so sollte man sich immer sehr zurückhalten mit solchen Sachen. Also zumindest bei gefährlichen Krankheiten. Ne? Wenn du jetzt sagst, die helfen gegen Erkältung, so, ja, mein Gott. Ja. Ich habe mich für kranke Menschen eingesetzt. Denkst du, ich bin doch diejenige, die doch gerade versucht, gesund zu leben. Ich selbst bin doch von Krebs betroffen gewesen, was ich nie öffentlich erzählt habe. Zara, chill mal kurz, jetzt mal ehrlich. Irgendwie checkst du die Kritik nicht, oder? Du sagst, ja, ja, kritisiert mich, aber ich habe nur die wahre Geschichte erzählt. Es tut mir leid, ich hätte das öffentlich nicht sagen dürfen, eine wahre Geschichte nicht mitteilen dürfen. Ich habe nur die Wahrheit erzählt und die Pharmaindustrie zerstört mich. Jetzt ist ja die Frage, warum kommt das Ganze erst 2 Monate später? Sie hätte das Ganze nicht 2 Monate lang getragen müssen. Sie hätte sich ja dazu früher äußern können. Ich finde sowas auch immer anstrengend. Ich werde natürlich jetzt letztendlich darüber beschweren darf, aber wenn du dann so ein Statement machst, dann red doch ruhig und vernünftig, anstatt da irgendwie so rumzuheulen. Also ich weiß nicht, ich kenne sie als Influencerin jetzt nicht, aber das kommt ja auch gar nicht real rüber, auch mit der Träne und so. Also da glaube ich ihr das auch einfach gar nicht irgendwie. Ne? Oder haben wir den Fall hier von, das kann man ruhig ignorieren? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich hätte man das nicht im Raum stehen lassen müssen. Man hätte sagen können, Leute, war voll dumm, muss nicht sein. Aber ich habe nur die wahre Geschichte erzählt. Aber Zara behauptet, die Leute haben sie fertig gemacht. Ihre Kooperationspartner sind abgesprungen. Ich habe die nach diesem Shitstorm beobachtet und ich finde, die Frau hat doch sehr, sehr fleißig Werbung gemacht. Wo sind denn deine Kooperationspartner abgesprungen? Und ist das die einzige Intention, warum du ein Statement abgibst? Weil du sagst, Leute, voll gemein. Warte, kurz wieder anmachen. Wisst ihr, was ich daraufhin verloren habe? Alle meine Kooperationen, mein Ruf wurde geschädigt. Ja, okay, das war nicht richtig. Okay, also vor allem, sie verliert alle ihre Sponsoren. Ihr Ruf ist kaputt und sie denkt sich so, okay, ich warte jetzt aber erstmal 2 Monate, bevor ich das richtig stelle, weil ich will jetzt erstmal noch ein bisschen leiden, Digga, ich habe richtig Bock, jetzt erstmal kein Geld mehr zu verdienen, hä? Also wenn sowas passiert, dann mache ich doch direkt ein Statement dazu, also es ist jetzt ja auch nicht so, dass das jetzt
ein Kinofilm ist oder so. Sie hat sich einfach nur gefilmt im Handy. Die, was ich gesagt habe, und ja, ihr könnt mich kritisieren, aber doch nicht so heftig kritisieren, dass mir alle Kooperationspartner abspringen, oder? Weg von einem nichtssagenden Statement zu einem wirklich nichtssagenden Statement, nämlich wurde das einfach gekonnt ignoriert, und zwar im Falle Shirin David. Wer Shirin kennt, kennt auch ihre 180-Grad-Wendung von der Veganerin zum McDonalds-Werbegesicht, von der umweltliebenden Frau zu einem rosa Panzer. Jetzt schon besser als das Just Nero-Video zu Shirin Viele David. Tun die Kritik an Shirin David als Neid ab, denn das ist halt eben das einzige Mittel, woran sich Leute bedienen können. Alle sind nur neidisch, die irgendwelche Leute kritisieren. Vor allem Keiner könnte, alle würden es genauso machen. Guck, das ist auch so eine Sache, die ich immer nicht verstehe. Also erstmal finde ich dieses Neid-Argument sowieso richtig dumm. Also ja, safe gibt es auch Leute, die andere, die Erfolg haben, aus Prinzip haten, weil die Erfolg haben. Ne? Kuchen TV, bestes Beispiel. Also, dass ich gehatet werde. Aber zum Beispiel auch jeder würde das genauso machen. So, nein. Also, ich selber habe ja zum Beispiel auch Reichweite. Ich habe ja auch meinen A7 abgegeben. Leasing lief aus. So, da habe ich mich auch nicht hingestellt und gesagt, ja, ich habe das für die Umwelt gemacht. Und dann plötzlich habe ich irgendwie ein größeres Auto, sondern ich lüge da halt einfach nicht, um mich irgendwie besser darzustellen. Sondern ich sage ganz offen, ne, es wird auch noch hin und wieder Fleisch konsumiert, Digga, alles gut. Und ich finde das irgendwie total traurig, weil sie so eine krasse Fanbase hat, die sie bis auf den Tod verteidigt, obwohl Shirin ja nicht mal richtig was für die tut, die ist einfach nur da. Die postet Sachen, wenn irgendwelche Sachen verkauft werden müssen, wenn eine Kooperation ansteht, wenn ihr Album ansteht. Nun hatte sie sich in einer Instagram-Story zu ihrem Hate geäußert. Es gab bei mir ehrlich gesagt nie kein Hate, deswegen ist es für mich nichts Unnatürliches oder Neues, wenn ihr versteht, was ich meine. Wer gehört halt einfach, der gehört, ach so, der Hate, okay. Muss man fairerweise sagen, es ging um ihre Ja, ich finde auch, bei dem Foto muss man auch sagen, finde ich auch gut, es geht auf, also in diesem Bild ist auch wirklich der Fokus ganz klar gelegt auf den Text und auf die Frage. Das finde ich auch nochmal wirklich sehr gut, dass sie dann auch so cool mit dem Thema dann auch wirklich umgeht. Ne? Instagram-Story zu ihrem Hate geäußert. Muss man fairerweise sagen, es ging um ihre Augenbrauen. Dass sie darauf eingeht so, die bleicht sich die Augenbrauen und sagt dann, ja Leute, ist halt so, Hate gehört bei mir dazu. Digga, aber wie... Digga, diese Augenbrauen, ne? Also, ich weiß, ich verstehe das nicht. Vor allem, also ich will ja auch nicht Bodyshame oder so. Sie hat sich ja wirklich selber dazu entschieden, die zu machen. Wenn die jetzt natürlich so wären, okay, dann wäre es mir egal. Aber sie hat wirklich, sie hat sich überlegt, okay, ich bleache meine Augenbrauen. Und also, du weißt natürlich jetzt nie, wie danach das wirklich aussieht, aber du kannst es dir denken. Und dachte sich halt vorher so, ja, doch, so will ich aussehen. Ich möchte solche Augenbrauen haben. Digga. Dass sie darauf eingeht so. Die bleicht sich die Augenbrauen und sagt dann, ja Leute, ist halt so, Hate gehört bei mir dazu. Aber auf alles andere geht die Frau nicht ein. Hier haben wir eben das Ignorieren. Sie ignoriert das Ganze einfach weg. Denn auffällig ist, dass diese Skandale alle in einem Zeitraum stattfinden, wo eben was promoted werden muss. Dann zu behaupten, ja, Hate gehört bei mir dazu und das war schon immer so. Ich finde, man kann das nicht behaupten, weil man aktiv für die Dinge zuständig ist. Und das dann einfach im Raum stehen zu lassen und zu sagen, gut, ist halt so. Ja gut, ich weiß nicht. Also ja, natürlich hat Sascha recht, ne? Shirin David ist selber daran schuld, bei dem, was sie so macht, dass sie dauernd gehatet wird. Aber es ist ja trotzdem so, dass das bei ihr schon immer so war, ne? Ich glaube, selbst früher zu YouTube-Zeiten wurde die ganz gut auch immer kritisiert, ne? Also ich habe jetzt, ich so überlege, ich glaube, so Meinungsblogger haben, glaube ich, nie so wirklich Videos gegen sie gemacht. Oder ich bin gerade dumm. Aber zumindest seitdem sie Rapper ist schon, ne? Also dann jetzt hier mit Super Size und so weiter, mit den Boxenheiten hat es angefangen. Aber vorher so YouTube war, also habe ich so das, ich weiß gar nicht, Digga. Vielleicht war einer in der YouTube-Seite auch dabei, dann schreibt mal in die Kommentare. Aber ich meine, die wurde schon immer so ein bisschen kritischer gesehen. Die hat schon immer ein bisschen Hate abbekommen auf jeden Fall für das, was sie auch auf YouTube schon dargestellt hat. Und ne? Das gehört dazu, bla bla bla. Nee, das gehört gar nicht dazu. Wenn du sagst, Leute haben mich schon früher mal gehatet, weil ich künstlich ausgesehen habe, das ist ungerechtfertigt. Wenn du aber 4 komische Aktionen hintereinander bringst und das dann einfach im Raum stehen lässt, dann brauchst du dich doch nicht wundern, wenn Hate bei dir dazugehört und normal ist. Vor allem, wenn der Hate... Ja gut, aber sie wundert sich ja nicht, ne? Sie hat ja nur gesagt, dass das normal ist. Ja, also weiß ich, man muss sagen, also ich finde die ganzen Aktionen von Shirin David auch nicht cool. Ich habe da ja auch ein Video zugemacht, als das mit McDonald's und so weiter passiert ist. Man muss allerdings halt zugeben, eigentlich Shirin David macht es auf jeden Fall besser als die davor. So, sich gar nicht dazu zu äußern, ist viel besser. So, vor allem, du kannst diese Sachen ja auch gar nicht verteidigen. So, sie können, also kann sie natürlich theoretisch so, aber sie kann sich jetzt eigentlich auch nicht hinstellen und mit McDonald's das sagen, ja, okay, war doch kacke. Weil damit würde sie auch zukünftig, könnte sie dann solche Produktplatzierungen nicht machen. Also, wenn du nicht in der Position bist, dich wirklich zu irgendwas äußern zu müssen, ist es halt eigentlich das Klügste, einfach gar nichts zu sagen. Weil sonst erwarten die Leute ja, dass du dich änderst und du kannst solche Sachen halt nicht verteidigen. So. Und
wenn Shireen David jetzt sowas posten würde, dann müsste sie sich ja ändern. Sie müsste ja was anders machen und das will sie ja logischerweise nicht. So, es läuft ja gut. So, natürlich äußert sie sich dann dazu nicht. Ja, offensichtlich provoziert wird, um Reichweite zu steigern. Aber das dann so abzutun und zu ignorieren, ich finde, das hat auch schon so ein GNTM-Niveau, aber Heidi hat sich dazu wenig geäußert. Der letzte Kandidat und mein Liebling ist Nada Jindawi, der Pressesprecher der Jindawi-Familie. Insgesamt werden in den letzten Monaten, Jahren Family-Contents immer mehr kritisiert. Und das Problem ist, dass die Jindawis immer außen vor bleiben, weil sie eben auch eine krasse Fanbase haben. Und denen wird das irgendwie so, es geht bei denen immer so durch. Weil die sind ja Traumfamilie, bla bla bla, perfektes Pärchen und so weiter und so fort. Jetzt werden die aber tatsächlich auch mehr kritisiert, sodass sich Nada tatsächlich mal dazu geäußert hat. Hören wir doch mal rein. Ab zu meinem Außenkorrespondenten Nada Jindawi. Wir haben alle Kinderfilme geschaut, wir haben alle Hollywood-Filme geschaut, wir haben Lazy Town geschaut. Kennt ihr noch Lazy Town, die mit den pinken Haaren? Und jeder, der auch heute diese Themen kritisiert, ist bestimmt mal ein Kinderfilm und guckt immer noch Filme, wo irgendwelche Kinder mitspielen und so. Ich wusste nicht, dass Imani professionelle Schauspielerin ist. Kurz mal zwischendurch, da er ja so gerne diese Kinderfilme als Beispiel aufführt. Was ist denn aus Kevin allein zu Hause geworden? Das heißt, du wirst ja an einem Set dann irgendwie gefilmt, musst du deine Rolle spielen, blabiblub. Das ist ja was anderes, als wenn du wirklich privat durchgehend gefilmt wirst, dein ganzes Leben wird online gestellt, man hat irgendwann alle privaten Daten und so weiter. Ne? Also das ist halt auch, also wie kann man das denn nicht checken? Das ist eben ein Unterschied zwischen Kinderschauspielern oder Kindern in Werbungen, da diese Kinder nicht privat auftreten. Diese Kinder werden für eine Werbung gebucht und das kann man auch finden, wie man will. Ne? Ich würde das auch verstehen, wenn Leute das kritisieren. Es ist nun mal so, dass Kinderspielzeuge natürlich besser ankommen, wenn sie von Kindern promotet werden, aber ja, die in diesen Fällen steht das Kinderspielzeug im Vordergrund. Das heißt, die Infos der Kinder sind egal. Kann man aber auch finden, wie man will. Die Frage ist ja insgesamt, wie gut ist es, Kinder so früh in die Öffentlichkeit zu ziehen? Und Nada, der findet das vollkommen in Ordnung, weil er will ja eigentlich nur Liebe verbreiten und guten Content bringen. Und die anderen sind doch schuld. Das Problem ist nicht wir, die korrekt sind, die Spaß und Liebe verbreiten wollen. Das Problem sind kranke Schweine, die zu Hause sind und kranke Fantasien haben. Und Imani ist als Privatperson da, die permanent auf dem Kanal zu sehen ist. Der Kanal wird mit privaten Infos von ihr gefüttert, wie sie furzt, wie sie trinkt, was sie sagt, wie sie geht. Selbst ihre Geburt wurde verfilmt. Sehr schön, weiter. Sehr gut. Der ist halt schon krank, ne, wirklich. Also, ich denke schon, dass das... Ich meine, die machen damit natürlich auch echt einen Haufen Asche, aber ich weiß nicht, ob ich das halt so vor mir rechtfertigen könnte. Ich habe ja auch ein Kind, so wenn ich jetzt bei der Geburt gesagt hätte, jo, warte, ich stelle noch kurz die Kamera auf, so jetzt kannst du. Einen Unterschied gibt, aber den sieht Nada nicht. Und jetzt werdet ihr mir alle recht geben. Wer ist das Problem, Leute? Wir Menschen, die Spaß haben und Liebe geben und versuchen, uns gegenseitig glücklich zu machen? Oder die kranken Schweine zu Hause? Man sollte die bekämpfen. Das nutzen ja sehr, sehr gern Familienblogger und sagen, hey, was ist das hier für eine Täter-Opfer-Umkehr? Beschuldigt doch die Leute. Ich kann in gewisser Weise verstehen, warum man das sagt. Denn ja, man muss was dagegen tun, dass Inhalte von Kindern zweckentfremdet werden. Und man muss auch die Leute bestrafen, die diese Art von Bildern verbreiten, zweckentfremden, verkaufen, was auch immer. Genauso sind die Eltern auch dafür zuständig, dass diese Art von Inhalten nicht im Internet landen. Warum merkt man das als Vater nicht, dass man sein Kleinkind beschützen soll vor eben solchen Leuten, dass man... Aber ich verstehe auch nicht, warum man dann solche Statements macht. Also, das ändert ja auch... Also, er hat ja offensichtlich die Kritik nicht mal verstanden, labert dann irgendeinen Mist. Das ändert ja gar nichts. Also wozu? Es hat jetzt keinen positiven Effekt auf irgendwas. Wenn ich aktiv Videomaterial liefern muss. Eine Frau zieht sich freizügig an, jetzt kommt ein Mann und macht was mit ihr. Der Grund, weil sie freizügig angezogen ist. Und jetzt kommen irgendwelche Leute im Internet und sagen zu dieser Frau, das ist dein Problem und dein Fehler, weil du dich freizügig gezeigt hast. Das ist falsch. Das Problem ist in dem Fall der Mann, der sich über sie hermacht oder so. Weil er sie freizügig sieht. Versteht ihr, was ich meine? Das Problem sind nicht die Menschen, die sich nichts dabei denken und einfach nur glücklich sind. Das Problem sind diese kranken Schweine. Ich finde es sehr, sehr interessant, dass Nada sagt, die Frau ist nicht schuld, wenn ihr eben etwas zustößt durch den Täter. Denn ich hätte es nicht gedacht. Wisst ihr? Erst der Typ, der gesagt hat, dass sich eine Frau bedeckt halten soll, damit andere nicht denken, geil, sondern mashallah. Mein Vater hat immer gesagt, willst du, dass man über deine Frau sagt, geil, oder willst du, dass man sagt, mashallah? Meiner Meinung nach sollte man nicht so übertreiben. Man sollte sich ein bisschen bedeckt halten, wie eine Perle. Warum wird denn hier zwischen einem Kind differenziert, was kein Bewusstsein hat, was nicht weiß, was vorgeht, und seiner Frau, die zu 100% weiß, was vorgeht und eigentlich Herr ihres Körpers ist? Die richtige Frage ist, will
Will Luisa Bikini tragen oder nicht? Ihr wollt es direkt so darstellen, ja, du erlaubst ihr das nicht. Will sie das oder nicht? Gott sei Dank, wir kommen nicht in die Situation, dass man sich gegenseitig was verbieten muss, weil wir dieselben Ansichten haben. Warum geht die Logik nicht richtig auf? Weil das Kind natürlich ein Klickgarant ist. Es bringt super viele Views, Millionen von Leute nehmen sich diese Familie als Vorbild. Und was ich persönlich noch interessanter finde, warum sagt Luisa dazu nichts? Sie ist die Mutter. Sie hat genauso das Recht dazu, was zu sagen, aber ständig sehe ich nur, wie er irgendwelche Statements bringt zu irgendwelchen Angelegenheiten. Und das eine, was ich von Luisa gesehen habe, war, Leute, ich bin voll glücklich. Aber so glücklich wie jetzt war ich noch nie in meinem ganzen Leben. Ich schwöre, ich stehe jeden Morgen auf. Du wirst so, danke für den Tierunzer. Das waren die Statements. Also ich finde, der Vergleich hinkt auch echt absolut einfach. Ne? Also ja, klar sind dann irgendwo die Leute schuld, die dann vielleicht kranke Gedanken haben oder so. Aber du weißt ja auch, was du mit deinem Kind machst, wenn du halt alles in die Öffentlichkeit stellst. Ne? Vor allem ist es ja jetzt nicht mal nur, dass irgendwer deinem Kind irgendwas antut. Kann ja auch echt sein, dass man damit in der Schule gemobbt wird, je nachdem, wie privat die Aufnahmen halt früher gewesen sind und so weiter. So, da kannst du ja nicht sagen, nein, es ist alles in Ordnung, es sind einfach nur kranke Leute. So, ja, ändert aber nichts an der Lebenssituation. Die ich persönlich sehr interessant fand. Und ich bin ehrlich, ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, nicht dieses Statement zu bringen. Aber ignorieren ist nicht immer die Lösung. Nur ob es das am Ende besser macht, das ist die Frage. Und ich finde, nein. Aber ich würde natürlich auch gerne eure Meinung dazu wissen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und ein Abo. Und dann sehen wir uns nächste Woche, Sonntag, 18 Uhr, wieder bei einem neuen Video mit eurem... Ja, gutes Video. Gut zusammengetragen, finde ich nice. Das erste Stable fand ich irgendwie am komischen, Digga. Die ist auf jeden Fall irgendwie eine ganz komische Influencerin gewesen. Ja, kann man so machen. Schaut da rein. Es war lecker. Jetzt bin ich satt.